Der Helikopter verspricht nicht ein herkömmliches Schädlingsgift über den Wald, sondern ein Virus, das durch Genmanipulation geschickt verändert worden ist. Der Grund für die Aktion sind kahlgefressene Föhrenwälder in Schottland. Man hat die Föhren aus Amerika eingeführt und über 10 Jahre sind sie prächtig gewachsen. Dann hat sich ein einheimischer Schmetterling angefangen so vermehren, dass dann seine Raupen die schönen neuen Föhrenbestände radikal kahlgefressen haben. Die Raupen haben ihrerseits ein Virus, wo sie daran sterben können. Wissenschaftler vom Virologischen Institut in Oxford haben jetzt durch Genmanipulation das Virus für die Raupen absolut tödlich gemacht, aber gleichzeitig durch eine weitere DNA-Veränderung dafür gesorgt, dass sich das Virus nach ein paar Stunden selber zerstört. Umfangreiche Laborversuche und Feldexperimente haben vor dem Einsatz in der Natur sollen verhindern, dass sich das Virus selbstständig macht und für unerwünschte Überraschungen sorgt. Der Werner Arber haben wir zu Basel gefragt, ob man Organismen tatsächlich auf diese Art können, auf eine gewünschte Gefährlichkeit programmieren kann. Man kann relativ leicht untersuchen, ob nun das zusätzliche Gen drastische Wirkungen hat. Wie nun die im Laufe von Jahrtausenden sich auswirken wird, das ist eine Frage, die nicht leicht überblickbar ist. Das muss man also zugeben. Hat man hier jetzt Simulationsmodell, wo man das probieren kann, zu vorausberechnen? Man kann natürlich daran denken. Das Problem, wissen Sie, Simulationsmodell ist immer Einsatz vom Computer. Und der Computer macht Ihnen nur das, was Sie hineingeben als Programm. Wo man dran und, genau. Und er macht das eigentlich sehr getreu. Und das Problem ist, dass im Lebensprozess nicht alle Prozesse absolut vorhersehbar sind. Und die unbekannten Komponenten noch in den Computer zu tun, glaube ich, haben auch die besten Wissenschaftler heute keine direkte Möglichkeit.